Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin seit langem mal wieder auf den Home Trails unterwegs. Und zwar habe ich mit Komoot so eine kleine Enduro-Tour. Bei nächster Möglichkeit links. Ihr hört es schon, eine kleine Enduro-Tour geplant. Und ja, mal gucken, wie sich meine Ausdauer heute so schlägt. 45 Minuten ist angesagt. Let's go. Also, wie kam überhaupt die Idee, so übrigens Bergaufpassage mal wieder. Grüße gehen raus an alle Leute, die bei Flowtrail Siegen kommentiert haben. Es ist im Moment einfach übelst wenig Zeit. Und ich konnte mich jetzt entscheiden, gehe ich kurz pumpen im Gym, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe, oder gehe ich einfach in den Wald, eine Runde mit dem Bike. Und ich weiß, heute ist das Video eigentlich nicht so spektakulär, kein spektakulärer Park, was auch immer, aber das jetzt ist eigentlich ja der Alltag, den wir ständig haben, ne? Und das ist doch das, worauf es eigentlich ankommt. Ich habe zu lange immer gedacht, oh, es geht nur um Parkfahren, dies, das, nächster Spot. Und heute einfach mal die alten Hometrails abchecken. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, mir geht's was besser danach. Ich erzähle euch später genau, was los ist. Das ist schon mal freigeräumt. Eine Zeit lang auch nicht freigeräumt. Bisschen nass. Völlig übersprungen. Okay. Geht neu, ist nicht so. Aber es ist ziemlich kaputt. Ja, alles ein bisschen nass und kaputt. Das macht noch nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Aber gucken wir mal, wie es hier unten weitergeht. Das macht auch echt noch nicht so viel Spaß. Oh. Ah, hier haben ein bisschen was gemacht. Ein bisschen freigeräumt da. Aber nicht viel. Mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Meine Dämpferkabel, ich habe zugenommen 4 Kilo, seitdem ich wieder trainiere. Muss auf jeden Fall mehr Luft rein. Aber ja, die Strecke ist einfach noch zu nass. Man fährt die Sprünge kaputt, wenn man drüber fährt gerade. Deswegen schauen wir jetzt mal weiter, was ich hier noch so finden kann. Die Komoot-Route ist ja noch nicht vorbei. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen komisch hier, ne? Da oben der Trail fehlt ja komplett. Hauptsache ein bisschen fahren. Leute. Habe ich was gesehen? Sieht aus wie ein Trail. Okay. Vielleicht doch kein Trail. Flowig. Kurzer Flow. Abschnitt ist auch nicht schlecht, ne? Fahrrad sieht wieder aus wie Sau, aber egal. Es tut einfach gut, wieder ein bisschen draußen zu sein, Leute. Einmal am Fahrrad wieder sitzen. Also mit Komoot, Leute,
komme ich eigentlich nie klar. Das läuft immer schief. Irgendwann liegt die Tour hinter mir. Ich muss 1000 Mal abbiegen. Funktioniert einfach nie. Aber wir gehen jetzt einfach hier auf Wild-Trail-Scouting sozusagen. Ja, aber was ist bei mir los? Also, ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit zum Fahrradfahren, seit der Lockdown vorbei ist. Und ja, mir macht das voll zu schaffen. Weil ihr kennt das selber. Beim Biken ist so, du kannst einfach super gut den Kopf ausschalten. Und mir fehlt das im Moment total, dass ich den Kopf ausschalten kann. So viel zu tun, so viel Chaos, so viel Action. Halt nur nicht auf dem Fahrrad. Ja, und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen was zu ändern, regelmäßiger wieder zu biken. Und was auch mir einfach schon mega Spaß macht, ist für euch Content zu machen. Deswegen werde ich auch einfach ein bisschen Fokus darauf legen, ein bisschen mehr Content für euch zu machen. Selbst wenn es nicht immer ein krasser Bikeparkbesuch ist oder so. Sondern einfach nur das Feeling vom Mountainbike fahren. Hier im Wald, einfach so spontan, bisschen rausgefahren. Trail suchen. Hier neben mir sieht es auch ein bisschen aus wie ein Trail. Bin zwar gerade schon hochgefahren, also hier nebenan, aber ich würde sagen, wir fahren mal runter. Stellt sich für mich nur die Frage, ist das da ein Reitweg oder irgendwas anderes? Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen im Wald, Leute. Nicht nur wegen Fußgängern, auch wegen, ja, zum Beispiel Pferden und so weiter, ne? Einfach alle ein bisschen Rücksicht nehmen, alle freundlich miteinander. Dann gibt es auch keinen Stress. Sagt ihr, Mutprobe oder nicht? Ja, ich glaube, das ist leider ein Pferdeweg hier. Deswegen wollte ich auch mal gucken, dass ich die nächste Abbiegung hier nehme. Aber mir ist gerade was eingefallen. Dafür muss ich aber den ganzen Weg zurück. Ja, ich erzähle euch gleich, worum es geht. Und zwar gibt es ja hier eine Downhill-Strecke sozusagen. Und diese Downhill-Strecke bin ich ganz am Anfang gefahren. Und zwar, als ich den allerersten Tag dieses Bike hatte. Und für mich war das super krass. Ich bin auch einfach abgestiegen übrigens. Und vielleicht tun wir uns das echt mal an, fahren da nochmal ganz hoch und fahren die Downhill-Strecke runter. Würde ich mal vorschlagen. So, wieder oben. Da hinten haben wir gerade eben angefangen. Und da rein ist so eine Downhill-Strecke und die sind wir am allerersten Tag gefahren, als wir die Bikes neu hatten. Dann sind wir samstags irgendwie angekommen. Sonntag sind wir losgezogen mit Marvin zusammen und das war unmenschlich für mich. Ich bin abgestiegen auch direkt am ersten Part und bin jetzt schon ein bisschen nervös. Bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt auf mich wirkt und wie es sich fahren lässt. Ich hoffe, es ist nicht zu nass und matschig. Ihr seht es auf der GoPro. Viel Spaß. Ein bisschen hochschalten. Griff auf den Pedalen. Da. So. Einmal meine Dings. Okay. Scheiße. Ich hab gar nicht gecheckt, wo es lang geht. Aus der Rille mal rauskommen hier. Dann runter. Okay. Ja, ein bisschen zugewachsen gewesen da. Habe ich nicht richtig gecheckt, wo es lang geht. Das Schwierige an dem Part, also an der Strecke, ist nicht die Strecke an sich irgendwie, sondern dass es so eng bewachsen ist und so. Und diese Spurrillen mit Steinen und so weiter, die machen einem Struggle. Der Rest ging eigentlich echt klar. Und auch wieder gemerkt, halt Fersen runternehmen, ne, um den Grip nicht zu verlieren. Wie Thomas halt sagt, nicht zu weit nach hinten gehen.
mit dem Hintern, das hat einfach auch so einen Unterschied, ne? Beim letzten Mal, als ich das nämlich gefahren bin, konnte ich halt einfach nicht bremsen. Ich war so irgendwie, weil ich das dachte, ich muss hinter den Sattel. Und hier oben gibt es auch noch was. Aber das ist so illegal irgendwie, da gibt es immer Ärger, wenn man da runterfährt. Ja, und ich bin halt einfach runtergefahren. Und mit dem Arsch hinten und dann kommt das Hinterrad ins Rutschen und keine Traktion, dann gibt gar nichts mehr, ne? Ja, schauen wir mal, wo wir noch hinfahren können. So, das hat schon mal gut funktioniert. Aber jetzt gehen mir hier langsam die Strecken aus und ich habe echt langsam Durst, ey. Ich fahre, glaube ich, noch hier. Das ist so ein kleiner Mini-Trail. Bisschen flowig, paar Wurzeln. Den nehmen wir noch mit. Und ja, dann schauen wir mal. Das Treten. Das war echt hart. Puh, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ist auch geil hier. Kurvenfahren üben. Loser Untergrund. Off-Camper-Kurve. Können wir nochmal üben, was der Thomas gesagt hat. Mir ist auch aufgefallen, ich kann ja keine Rechtskurve. Das ist so geil, dass das funktioniert einfach. Geil. So, Leute, geil, oh, einfach so geil. Okay, Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Lasst mir gerne ein Abo da, denn ich habe eine Statistik auf Instagram gepostet. Ich glaube, 86% oder so haben nicht abonniert. Leute, da müssen wir dringend was dran ändern. Das heißt, drückt mal fix alle den Abo-Button, die noch nicht abonniert haben. Würde mich sehr freuen und sehr unterstützen. Und ja. Ich fahre mir jetzt hier die Reifen frei und dann war's das. Macht's gut, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Haut rein.